Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Montagmorgen. Mein Pippi Langstrumpf-Äffchen sitzt hinter mir und beobachtet mich. Vielleicht hast du ja den Post. Wann habe ich den gemacht? Freitag, Samstag, Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, ist ja auch egal. Wo ich mich so als Pippi Langstrumpf geoutet habe, beziehungsweise mit einer Pippi Langstrumpf-Mentalität geoutet habe. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Ich schaue nur ein bisschen zerzaust aus. Ich komme gerade vom Laufen und draußen ist so ein leichter Nieselregen und da sind die Haare noch ein bisschen feucht. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es soll um das Thema Gesundheit gehen. Wie du wieder gesünder werden kannst. So mal grundsätzlich. Wir sind ja in unserer Kultur hier so in die Richtung erzogen worden. Wenn wir krank sind, dann geh zum Arzt, also zu einer anderen Person. Die sagt dir, was du hast, die stellt eine Diagnose. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und dann schluckst du Pillen und dann geht das wieder weg. Mal ganz überzogen gesagt. Und bitte, ich möchte jetzt keine medizinische Hilfe oder Hilfe in der Richtung auf irgendeine Art und Weise in Frage stellen. Ich sehe das so als Feuerwehr. Und es ist auch gut, dass wir die Medizin haben. Es ist auch gut, dass wir da ganz viele Möglichkeiten inzwischen haben, so als Feuerwehr quasi. Nur das Thema ist, unser Körper kann Krankheitssymptome uns schicken. Wenn eine Disharmonie da ist, sprich, wenn ein Energiemangel da ist, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das macht er ja erst, wenn wir vorher schon viele Botschaften des Körpers, unserer Seele missachtet haben. Weil nicht, weil wir es nicht achten wollten und darauf lauschen wollten, sondern weil wir es ja nie gelernt haben. Und deshalb so das Eingangsthema, wir sind dazu konditioniert, quasi die Verantwortung abzugeben. Ja? Hallo, liebe Karin, guten Morgen. Man hat uns nicht beigebracht, weil unsere jetzigen Vorfahren, denen hat man das auch nicht beigebracht. Deshalb konnten sie uns ja auch nicht was anderes weitergeben. Sie konnten uns ja nur das nach bestem Wissen und Gewissen weitergeben, was sie in sich getragen haben, in der Richtung Verantwortung abzugeben. Und dann gehen wir zu einer dritten Person und die soll dann herausfinden, was einem fehlt. Und dann beginnt oftmals auch so ein bisschen eine Odyssee. Das ist genauso, ich sage es jetzt mal überzogen gesagt, wenn ich eine Pille schlucke, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und da ist zu wenig Öl im Getriebe und die Ölleuchte geht an und ich mache einfach so ein Pflaster auf das Armaturenbrett, sodass ich die Ölleuchte nicht sehe und ja, fahr dann einfach weiter. So würden wir uns mit dem Auto natürlich nicht verhalten, aber letzten Endes verhalten wir uns so, wenn wir versuchen, mit irgendwelchen äußeren Einflüssen, was auch immer das ist, die Ursache dieser Disharmonie, die der Körper dir zeigt, sprich das Krankheitssymptom, zu bekämpfen. Und das heißt auch bitte nicht, dass ich nicht mit äußeren Einflüssen ein Krankheitsbild, ein Krankheitssymptom auch unterstützen darf und sollte und also ganz so, wie ich das in mir finde. Nur, um das wirklich aufzulösen, da geht es wirklich darum, an die Ursache heranzugehen und nicht oder zumindest nicht nur das Symptom zu bekämpfen. Macht das Sinn für dich? So. Und wenn es jetzt schon so weit ist, dass die ganze Familie da quasi schon in Mitleidenschaft gezogen ist, weil es dir vielleicht nicht gut geht,
weil du so energielos bist und dein Körper dir schon so viele oder arge Disharmonien, Krankheitssymptome da schickt, dann versucht man natürlich noch mehr mit aller Gewalt, vielleicht auch mit Ernährungsumstellung und diesem und jenem daran was zu ändern. Aber wirklich ändern können wir erst was, wenn wir uns wirklich auf den Weg unseres Herzens begeben. Mal Beispiele aus meinem eigenen Leben, als ich noch so auf dem Holzweg unterwegs war und ja, tagsüber nicht die Dinge gemacht habe, die mir wirklich am Herzen liegen, sondern des Geldes wegen in ein Unternehmen reingegangen bin, in eine Firma reingegangen bin, am Schreibtisch tagsüber Dinge gemacht haben, die nicht wirklich mir entsprochen haben. Das hatte angefangen mit vielen Rückenschmerzen. Wie sagt man so schön, die Hexe hat mich oft geschossen, Hexenschuss. Ich hatte ganz, ganz oft Magenschmerzen, Magenschleimhautentzündungen. Das nächste, was meine Seele mir dann geschickt hatte, waren Augenschmerzen. Ich bin nicht manchmal mit dem Auto unterwegs, weil ich musste rechts ranfahren, weil ich die Augen nicht mehr aufmachen konnte, weil die einfach nur geschmerzt haben. Ich musste die Augen zumachen. Das waren im übertragenen Sinne natürlich die Dinge, die meine Seele mir als Botschaft geschickt hat und ich sie einfach nicht sehen wollte. Das ging dann weiter mit Neurodermitis, wo ich mir nachts die Oberarme blutig gekratzt habe, weil das so ganz, ganz heftig nachts natürlich unter der warmen Bettdecke gejuckt hatte. Das ging auch weiter mit, also da bin ich dann aber nicht mehr zum Arzt gegangen. Nur wenn ich zum Arzt gegangen wäre, hätte mir sicherlich Asthmaanfälle diagnostiziert. Doch ich war einmal beim Arzt, da wurde so ein Lungenfunktionstest gemacht, genau. Ja, und mir auch dann natürlich so ein Spray verschrieben. Ich erinnere mich jetzt gerade, ja, das leicht kortisonhaltig war und solche Dinge. Und das waren alles Botschaften, die meine Seele mir über den Körper geschickt hatte, ganz nach dem Motto, vielleicht hast du das schon mal gehört, geh du vor, sagte die Seele zum Körper und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Und ich war in der Richtung viele, viele Jahre wirklich töricht unterwegs. Mein Inneres hat mir zwar gesagt, so eine leise Stimme der Seele, jetzt korrigier doch mal deinen Weg. Das ist nicht das Leben, wie du es dir wirklich aus dem ganzen Herzen vorgestellt hast. Aber ich wollte es lange nicht wahrhaben und je länger ich damit mit diesen Disharmonien ja, mich geplagt habe, umso heftiger sind sie natürlich geworden und umso mehr hat die Seele sich natürlich was überlegt, was sie mir dann noch an Botschaft schicken kann. Und ab dem Zeitpunkt, liebe Evelyn, ich habe schon gesehen, dass du eingeloggt bist. Bin gleich für dich da. Ich dachte nur, es wird nichts mehr. Deshalb bin ich jetzt hier mal live gegangen. Bin gleich da, okay? jetzt habe ich den Faden verloren. Je mehr ich dann angefangen habe, auf mein Herz, auf meine Seele zu lauschen, beziehungsweise seit ich authentisch zu 100% meinen Weg gehe, und tagsüber die Dinge mache, die mir wirklich am Herzen liegen, nämlich Menschen wie dich dabei zu unterstützen, auch ihrem Herzen zu folgen, zu 100% authentisch, sich das Leben so zu erschaffen, wie du es dir mal vorgestellt hast, als du hierher gekommen bist, sprich deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Seitdem hat mein Körper keinen Grund mehr, über meine Seele mir Botschaften zu schicken. Das heißt, seitdem ja, sind Symptome wie weggeblasen und wenn mal noch mal so was Kleines auflodert, dann hinterfrage ich das ganz rasch. Das war vor, wann war das so? Anfang des Jahres im Frühjahr, wo ich noch mal so den nächsten Quantensprung, sag ich mal, in meinem Leben gemacht habe. Da hatte ich plötzlich noch mal so ein bisschen Probleme mit meinem Ischiasnerv und da habe ich natürlich zunächst mal gefragt, kann ich jetzt Probleme mit dem Ischiasnerv haben? Ich mache doch 100% authentisch das, was mir entspricht,
Was noch schön morgens so beim Frühstücksbrunch hatte ich mich mit meinem Mann darüber unterhalten, habe ihm gesagt, ich merke das schon seit Tagen, da ist etwas so latent und ich verstehe das überhaupt nicht und und. Und dann sind wir beide gemeinsam drauf gekommen, dass tief in mir, weil ich einfach so den nächsten Quantensprung, weil ich da vor diesem Thema gerade stand, den nächsten Sprung in meinem Leben zu machen, tief in mir doch nochmal so ein bisschen Ängste aufkamen, die sich da manifestiert hatten. Und als ich das erkannt hatte und dann nochmal mein Vertrauen ins Leben, auch in dem Bereich, wo ich den nächsten Sprung da, die nächste Entwicklungsstufe gemacht habe, da nochmal Vertrauen reinstecken konnte und nochmal reinschauen konnte, da war das auch nochmal blitzartig weg. Also, wenn dein Körper dir Signale schickt, lausch auf deine Seele, lausch auf deinen Körper, die wollen dich mit nichts irgendwie da bestrafen. Und vor allem auch, wenn die Familie dann schon so weit da, sag mal, involviert ist, dass sie auch schon spüren, der Mama oder dem Papa geht's nicht gut, dann nimm das wirklich auch noch mit als Motivator für dich, auf dein Herz zu lauschen, auf deine Seele zu lauschen und ehrlich zu dir selbst zu sein, was dein Herz, deine Seele über deinen Körper dir da an Botschaften schickt. Das Leben meint es grundsätzlich gut mit dir, das möchte dich mit nichts bestrafen. Und begib dich dann auf deinen Herzensweg. Und dann können sich diese ganzen Symptome Schritt für Schritt, Tag für Tag immer mehr verabschieden, sich lösen. Oder manchmal kann auch das geschehen, was wir eben als Wunder bezeichnen. Und bitte nochmal abschließend, verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, überhaupt keine medizinische Hilfe von außen anzunehmen oder so. Ich sehe es wie die Feuerwehr. Also wenn ich ein Bein gebrochen habe, dann bin ich natürlich froh, wenn ich von außen in die Richtung pharmazeutische Hilfe in Anspruch nehmen kann, medizinische Hilfe und, und. Ich lausche immer in mich hinein, was finde ich jetzt in mir, welche Botschaft steckt dahinter, wenn ich es in mir finde, auch ja, zu einem Arzt zu gehen und da noch Hilfe zu holen, ist auch das in Ordnung für mich. Also ich lausche immer wieder genau rein und folge da dieser leisen inneren Stimme, meinem Gefühl, der Botschaft meiner Seele. Und das möchte ich dir jetzt auch mal mit auf den Weg geben. Hab den Mut, deiner Seele zu lauschen, deinem Herzen zu folgen. Dein Herz kann dich nicht betrügen oder belügen. Und das Leben, dein Herz, deine Seele, die wollen sich entfalten. Die wollen, dass du als Mensch, diesen menschlichen Körper, als wunderbares, großes, unendliches Wesen deinen Weg gehst. Okay? Evelyn, jetzt bin ich für dich da. Bis gleich. Hab einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.